Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Destiny. Was haben wir denn für eine Aufgabe am Mond? Ich glaube, da können wir noch Nebenquests annehmen. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Was wir machen ist, wir machen jetzt die nächste Level 8 Mission. Und zwar Ozean der Stürme. Suche in den dunkelsten Ecken des Heulenschlundes nach dem legendären Schrein und zerstöre ihn. Oje, oje. So, was haben wir denn? Das andere haben wir alles. Wir haben patrouilliert, das blinkt auch nicht mehr. Wir haben die Level 7 Mission. Die haben wir auch. Level 8 haben wir auch. Ja gut, Level 12 sind wir noch nicht. Die machen wir jetzt. Auf geht's! Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Das tun wir werden. Neue Es gibt hier einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Okay. Sind das schon Gegner eigentlich? Geh mal rein, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Was geht denn hier? Nix. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Level 6 Ritter müsste ich ja nur langsam gebacken kriegen, mal ehrlich. Jetzt Level 10. Es artet ja in Peinlichkeiten aus, wenn ich mich jetzt noch verstecke. Wo sind wir? Wo sind wir? Ich krieg immer noch Schiss bei denen, auch wenn das Level 6 ist. Da kann ich einfach nichts dafür. Mein Gott, die sind aber auch schwer platt zu kriegen. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal bei irgendeiner Mission, das weiß ich noch. Bei der davor auch, ne? Mit der dunkelsten aller Kammer sind wir, glaube ich, auch hier lang gegangen. Ich orte Gefallene. Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Ja, mach das bitte. Ich würde gern wegbleiben, aber das ist ja keine Option. Leider nicht. Die Gefallene. Sie greifen den Höllenschlund an. Wieso machen sie das? Naja. Spielen wir mal mit. Ah.
Was geht denn da? Was haben die denn geschossen? Das sind mehr als ich dachte. Wahrlich, wahrlich mehr als ich dachte. Also ich bin vielleicht im Level ein bisschen überlegen, aber mengenmäßig, ne? Sind die mir um einiges voraus. Servitor. Und die ätzen die Dinger. Der muss weg. Mutig, aber ein bisschen blöde. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Munition eingesackt. Hallo? Wolltest du mich erschrecken? Hat nicht funktioniert. Wir warten wieder über Knochen. Ohne Ende. Dann mal. In Deckung. Besser ist das. Ist das eine Hexe oder was? Irgendwas, was... Ey. Versuchen wir mal zu snipern. Irgendwas trifft uns zu derbe. Bin mir nicht sicher, was es ist und auf wen es eigentlich schießt. Ich wage mich weiter vor. Okay. Eine Hexe. Super bereit, schon wieder? Wegen Level Up? Geil. Ich habe ein Upgrade freigeschaltet. Was haben wir da? Wenn du Munition aufhebst, wird die Abklingzeit deiner Granaten- und Wurfmesserfähigkeit verringert. Ja, geil. Da sag ich doch nicht nein. Okay, diesmal müssen wir da lang. Als wir letztes Mal da dieses Messer geholt, dieses Schwert geholt haben. Ich habe eine Waffe gefunden. Gucken. Was war denn das? Da oben eine. Auch ein 80, ein Scout-Gewehr. Feuerrate ist allerdings deutlich geringer. Allerdings ist die Schlagkraft ein bisschen höher, die Reichweite. Ich probiere das einfach mal aus. Kostet ja nichts. Jetzt habe ich noch was eingesammelt. Was ist denn da los? Kriegt doch sonst nie was. Impulsgewehr. Auch 81. Hör es jetzt auch mal aus. Manno. Jetzt weiß ich nicht, was ich zuerst benutzen soll. Das sind Luxusprobleme, oder? Mal ehrlich. Wenn ich die Comms richtig übersetzt habe, ist einer ihrer Barone hier.
Die kriechen nicht oft aus ihren Skiffen hervor. Skiffen. Nach einer Gelegenheit. Okay, ich habe zu lange gebraucht. Nice. Dich schon gesehen, kleiner Penner. Allerdings ist schon ein bisschen anstrengend. Man muss ganz schön oft den Feuerbutton drücken. Auf Dauerfeuer kann man da nicht gehen. Wer ist das? Regirius, was? Mal eben hier raus. Gehst du mal raus, bitte. Hallo? So, wir probieren jetzt nochmal das andere Gewehr. Das Scout war auch neu, ne? Das probieren wir jetzt auch mal aus. Und wir haben ja auch super, super breit, um den Frigirius wieder zu metzeln. Man! Fuck, was war das? Was war denn das? Okay, den haben wir auf jeden Fall schon mal platt. Das ist schon gut. Erwischt. Ein Baron weniger, der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Fand auf jeden Fall das Impulsgewehr noch cooler als das... Moment mal, ich werde getroffen, glaube ich. Boah, es ist schon gut. Das verreißt vor allen Dingen überhaupt nicht. Es ist schon fett, auf jeden Fall. Kann man benutzen. So, haben wir das Nachladen auch noch genutzt, um mal wieder ein Messer zu werfen. Ja, das ist echt gut. Das kann was. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Diese Tunnel sind kilometerlang. Die können wir nicht alle erkunden. Ja, machen wir einen Spruch. Was machen wir dann? Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Krass, wie das hier aussieht, ne? Eieieiei. Wir sind wie eine Ork-Festung. Knochenzirkel. Ich habe ein bisschen Angst. Ich spiele das auch das erste Mal im Dunkeln. Also, dass es schon spät abends ist. Ist ungewohnt für mich. Normalerweise mittags ist das nicht so beängstigend. Hätte ich auch mal vorher machen können, ne? Der ist gerade aufgelevelt. Ist ja super. Ist er mir ein, zwei Mal weggehuscht. Wer kommt da? Ein Leibeigener.
Bleib mir vom Leib, eigener. Haha. Bordspiel. Oh, das ist aber wieder groß hier, ne? Ich habe gar keinen Bock, das abzusuchen, ehrlich gesagt. Also gehen wir direkt dahin, wo wir beschossen werden. Denn da geht's in der Regel weiter. Was für eine Spieleweisheit. Von wo die Schüsse kommen, dort soll dich dein Weg hinführen. Mich veralbern. So. Sorry. Was ich da immer lese. Okay, also das, da steht tatsächlich Knöchelwischer. Ne? Nicht, was ich gelesen habe. Im ersten Moment. Komm, Witchy, Witch, Witch. Das hat aus irgendeinem mir unbekannten Grund nicht so funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Leider. Das ist aber blöd, dass die jetzt hier von zwei Seiten angreifen wollen. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde nicht gern flankiert. Hier ist doch gerade einer hochgelaufen. Ich bin doch nicht blöd. Ich doch genau gesehen. Gauner. Aha, aha. So. Das war ein Gauner und ich lege einen Gauner eventuell an. Ja, das tue ich. Sehr gut. Da oben muss ich hin. Da kann ich ja die Hexe da unten ignorieren, ne? Ist ja mir egal. Kann die sich da aufregen? Solange die will. Bin ich schon Level 11? Wann ist das passiert? Ach ja, eben. Ich bin ja aufgestiegen. Oh nein, eine Dunkelheitszone. Ja, Leute. Dann würde ich allerdings sagen, die versuchen wir zu schaffen. Und zwar im nächsten Teil von Destiny. Bis dahin. Ciao.